Im Endeffekt habe ich mich für den lokalen bei mir entschieden. Er hat 800 verlangt. Mit Blaulichtfilter und einem vernünftigen Brillengestell. Ja. Das ist doch super. Krankenkasse, nichts bezahlt. Nichts? Warum? Nein. Weil die haben ja diese geile Dingens. Diesen geilen Satz drin, dass du ja eine Jahresfranchise hast. Und sie bezahlen ja pro all drei Jahre 150 Franken an die Brille. Ja. An die Kontaktlinsen. Da ich aber in dem Jahr noch nichts von der Zusatzversicherung gebraucht habe, habe ich nichts bekommen. Im Sinne von, ich hätte zuerst 150 Franken Franchise generieren müssen, damit sie etwas an die Brille gezahlt haben. So haben sie einfach 150 Franken Franchise gerechnet. Und das ist ja eigentlich genau der Betrag, den sie für die Brille bezahlen. Also sprich, ist der Franchisenbetrag gedeckt gewesen für dieses Jahr? Hätte ich jetzt noch eine Massage oder so gemacht, dann wäre die Massage bezahlt gewesen. Aber die Brille nicht. Jetzt muss ich wieder drei Jahre warten, wo ich von 150 Franken für drei Jahre beziehen darf. Was ist das für eine... Ja, okay. Ja, bei mir war es genau. Ein kompletter Schrott und Schwachsinn. Müll, ich habe mich so aufgeregt. Ja, so sind unsere Policen. Ja, für was bezahle ich denn euch Idioten so viel Geld am Schluss? Bei mir war es mit den Optikern genau umgekehrt, muss ich wirklich gestehen. Ich hatte vor, schieß mich schon, drei Jahren eine Brille. Also ich war so gesehen zuerst auf dem... Meine Eltern haben immer die Brillen bezahlt damals, ne, als Kind und Bo, bla bla bla. War ja schön und gut, hab nichts was mitbekommen. Aber ja, wenn man dann die Brille mal selber bezahlen muss, dann so eine Kinderbrille, generell, beziehungsweise eine normale Brille als, keine Ahnung, 18-Jähriger, 17-Jähriger, ist ja nicht gerade günstig, ne? Ja, die wollten, ich glaube, etwas. 1200 rum, ne? Ja, schön und gut. Nö, ging ich bei mir lokal, also anstatt 20 Kilometer mit dem Auto, damals 5 Minuten zu Fuß. So, gab's eine Brille aus Holz für einen Tausender mit Blaulicht, alles bibapo, tralala, drumherum. Und irgendwie saß die aber immer im Sommer nie richtig oder im Winter. Eins von beiden hat immer Probleme gemacht. Ich glaube, eher im Winter hat es immer Probleme gemacht, weil Holz und Co. Erstens immer, das Gestell war extrem schwer, groß und ja, total scheiße auf Deutsch gesagt. Oh, schon wieder durchgezogen. Und ja, nach zwei Jahren und drei Jahren wieder eine neue gekauft, aber nicht bei dem Kollegen, der 1000 wollte. Ich habe bei mehreren Kollegen, also bei mehreren Firmen eine Offerte, ein Angebot eingeholt. Und da war tatsächlich Fielmann die günstigste. Und hatten angenehm gute Fassungen im Angebot. Und dann habe ich eine für 600 übrigens, wirklich für 600, gekauft. Mit Blaulichtfilter und bessere Gläser und hast nicht gesehen. Und ich bin, muss ich sagen, ganz zufrieden. Also ich, von meiner Seite aus immer wieder gerne. Und das Krasse daran ist, es ist einfach mal der halbe Preis, was ich sonst wo gezahlt hätte. Ne? Also ich, keine Ahnung. Naja. Das ist schon krass, was die zum Teil versuchen für Kapital zu schlagen. Und ich muss auch sagen, also die für 1200, die hätte ich mir auch noch gegönnt, also weil ich muss ein bisschen auf Qualität setzen, aber der große Unterschied ist, warum ich es dann nicht gemacht habe, ist, die Dame, die war so aufdringlich, die wollte, ich habe nur gesagt, ich will eine Offerte machen, die wollte schon konkret, ja, wann holen sie dann die Brille ab, bis wann dürfen wir mit der Zusage rechnen und bla bla bla, und ich so, hey, chill mal, ich
Eine Brille kauft man nicht jeden Tag. Da muss ich zuerst ein bisschen überlegen, was ich jetzt hier mache. Nicht? Du nicht? Ja, es wird ja von der Versicherung ein Teil übernommen. Komm schon, entscheiden Sie jetzt sowieso. Wir können auch gleich einen Optikertest machen. So richtig gierig war das. Ach ja, das war echt cool bei Fielmann. Ich musste wirklich, habe wieder mal nach 3 Jahren Optiker gemacht, ne? Wenn ich jetzt keine Brille David eingekauft hätte, dann hätte es, ich glaube, etwa um die 45 oder 50 Schweizer Franken gekostet. Weil ich aber die Brille dann mache und ein Angebot machen ließ, war es kostenlos. Nur ein Angebot. Ich weiß nicht, wie das sich rechnet bei denen, aber... Du. Ja, die wollen dich ja locken. Nee, ich musste nur ein Angebot machen. Ich musste noch keine Brille kaufen. Naja, die wollen dich ja locken, deshalb machen die das so. Du. Ich sag mal, das war das Einfachste für mich, das Günstigste. Warum nicht? Und ich wollte extra eine Kunststoffgehäuse, nee, eine Fassung, genau. Eine Kunststofffassung, weil die eben leicht und auch beständig gegen irgendwelche, wie sagt man so schön, beständig gegen, nicht Gifte, sondern auch nicht Gase. Du weißt, was ich meine, oder? Und ihr wisst, was ich meine. Säure, Laugen beständig. Genau, sowas in der Art. So, kommt auch runter. Perfektum. Ich schwitze mir langsam den Arsch ab hier drin. Ach, da kommt das Ding runter. Temperatur heiß, ja, ist auch schon. Stimmt, stimmt. Ich könnte mir jetzt wirklich. Ich bin mir ein bisschen harder. Gut, aktuell ist kein Thema. Aber irgendwann dann auch in Dingens Home irgendwie so ein Thermostat oder sowas einbinden, ne? So ein Temperatursensor. Du hast da glaube ich schon einen, ne? Ja, mit dem CO2 und allem. Wie teuer war der? Der war runtergesetzt, nur 50 Franken, normalerweise kostet der 100. Ja, ist immer noch viel, ne? Ja, ist von Netatmo, dann gibt es auch Wetterstationen von denen. Mit drin und draußen, also die haben ganz viele Smart Home Gadgets Sachen. Müsste mal anschauen. Müsste man, aber tut man nicht. Wenn man zu faul ist. So, Rohre kommen runter. Nice. Nee, was liegt hier alles für Müll hier unten rum? Wir können echt mal aufräumen hier unten. Förderbänder und Co. Deshalb habe ich eben diese Förderbänder mal angefangen als Denkansatz zu machen. Dass man hier dann das mal so raus befördern kann. Ist man vielleicht ein bisschen eingeschränkt mit dem Weg zum Laufen, aber ja. So, willst du Bogen nehmen? Nicht Logistik, war das hier Organisation. Ah, hier unten, nicht Depp. Na gut, war ich auch. Drogen nehmen? Nö, wäre nicht so. Wäre nicht so meins. So. Sollten eigentlich 60 pro Minute runterkommen. In meinem Kopf. 60 pro Minute, ja. Jetzt die Werkbank entfernt. Glaube ich schon. Okay, dann baue ich die noch mal kurz wieder hin. Ah, ich habe zu wenig Eisen. Du verbrennst unsere Rahmen? Auch gut. Ja. Stimmt. Geben ganz, ganz viel. Also, jetzt habe ich die Stahlrohre runter. Ich brauche Kalk, stimmt. Nice. Kalk hat's gerade um die Ecke hier. Jo. Ein Kraftwerk, was nicht mehr angeschlossen ist. Ich bräuchte 165 pro Minute. War kein Ding.
So, welches Material geht mir denn aus? Ich denke mal, mir geht gleich das Draht aus. Hier könnte ich Kalksteine hochziehen und die... Egal. Wo kriegen wir Kalkstein? Hallo, 165 Kalkstein, bitte sehr. Ich habe auf der Map eine deine Kalksteinquelle markiert. Ja, aber wenn hier gerade um die Ecke was ist? Ja, das ist für Beton. Ich will eh noch... Ich will eh noch Beton machen. Also generell viel Beton. Dann könnte ich eigentlich alles da, wo, was wir hier haben, warte mal, komm mal hochziehen. Mit. Wäre das nicht interessant, wenn ich alles das, was wir hier die haben... Die Straße musst du anders, die Straße hier muss weichen mit den Förderbänden. Die muss weiter nach, die muss weiter weg. Wie hier oder komplett auf die andere Seite. Die hier müssen wir komplett, können wir komplett abreißen. Genau, die müssen auch weg, weil du siehst ja, was dann da hinkommt. Nö. Der Weg hier, also der Kalkstein, der hier gefördert wird, der muss in die Richtung. Ach, du gehst da gerade. Ah, okay, ich sehe es jetzt gerade, ich depp. Ja. Deshalb, der ganze Kalkstein-Zyklus, der muss weg. Jo. Der kann an den Input gehen, da hinten, irgendwo. Genau, ja. Richtig. Weil das können wir dann nach oben befördern und dann für Stahlträger. Dann haben wir 10 pro Minute Stahlträger und wir produzieren dann logischerweise auch Beton. Heißt also, Stahlträger und Beton ziehen wir runter. Komm mal mit. Jo. Bist du im EEG oder was? Im EEG, ja. Jo. Ich geh mal da zum Tor. Which way? Du siehst mich. Ja. Das Tor, das nicht aufgeht. Ja, wo sie? Da hinten links. Siehst du das rot markierte? Also was so rot leuchtet? Da ist eine Kalkstein. Achso, ja, das ist so. Und? Unsere Standard... Und? Kacke ja, hier. Wo bist du? Ich muss mal gucken, die ist glaube ich aber unrein. Das ist eine unreine Quelle. Ne, eine normale Quelle. Ne, unrein. 120, das... Wenn wir die mit drei Dinger hochpushen, mit drei Elektroschnecken, das würde hinkommen. Ja, jetzt kommen wir auf die andere Seite. Ja, oh. Aber Schnecken sind hier irgendwie... Kann man die Schnecken nicht irgendwie wieder neutralisieren? Also die dann wieder... Naja, ich komm mal ran. Übrigens, wir können dann jetzt mal Sessionende machen. Ah, oh, nice. Wäre angenehm, dann könnte ich mal zeigen, wie ein neues Programm für sie funktioniert. Ohne Rendern. Uff. Das musst du mir dann einfach mal schicken und so, weil ich gehe nachher gleich pennen. Ich okay. Bin so, mir ist so übel von der Schwarzwälder-Torte. Kannst du mir mal eine Runde schicken? Jo, da haben wir auch noch eine, ne? Da haben wir auch noch eine unreine. Ja, wenn wir nochmals drei draufklatschen, haben wir auch noch eine. Ja, gut. Ja, schauen wir mal, wie es ist. Und dann hier wird. Oben auf dem Hügel hat es auch noch. Sind die unrein? Rein? Ne, neutral, ich normal weiß wahrscheinlich. Nicht. Müsste man schauen. Ich denke aber ohne rein. Warte mal, gibt's noch eine Session vor deinem Urlaub? Ja, nächste Woche. Ah, okay, gut. Können wir dann anschauen. Ja, auch hier siehst du, dieses eine Kohleförderband. Das geht einfach mal nach oben. Könnte man vielleicht auch anders lösen.
Wohin geht denn das? Beziehungsweise... Ach so. Okay, ich sehe es. Ja, gut. Gut, haben wir wieder einiges geschafft in der Session, ne? Stahlrohre und die Vorproduktion bzw. Vorbereitung für die Stahlträgerbeton, das ja eigentlich für MK4 recht gut ist. Ich habe übrigens noch 2 Energiefragmente im Inventar. Energiefragmente, bitte auf Deutsch. Für das Übertakten. Ach so, die Batterie, also ich sag den Batterien. 2, wenn du die, bitte. Cool. Für mich sind das Batterien, aber ja. 2 Gut. Stück, dann können die da... Ja. Oh, okay, ja, super. Dann freuen wir uns wieder. Nächste Runde, selbe Stelle, selbe Welle. Und... Das Gebäude nimmt Form an. Ja. Ja, jetzt haben wir etwa ein Drittel geschafft, ne? Wisst ihr, wo ihr hingeht? Weißt du was? Vom Platz her könnten wir echt... alles in einem machen. Kupfer und Co. Also... Aber ich will so mehrere Türme bauen. Ich sag nur, wir hätten Platz. Bis jetzt. Und eine Etage ist eh komplett noch leer. Da wir mit dem Meilenstein noch nicht so weit sind, dass wir Produktion 1 mehr als Fabrikator bauen können. Wir müssen ja für die verstärkten Eisen... Nee, für die Rahmen, ne? Für die schwere modulare Rahmen... Nee, nix Computer. Müssen wir 4 Grunddinger reinpacken. Mhm. Also ich denke mal, ich werde demnächst mal hier das Gebäude 2, also der zweite Tower, hochziehen. Ich hab... Was auch immer da reinkommt. Cool. Und das Lager müsste man auch irgendwann mal dann machen. Ich hab gerade ein Gebot gekriegt. Ich hab ein MagSafe Duo Dingensbums im um Verkaufen online. Haben ein Gebot bekommen. Cool. Nice. War aber schon jetzt 2-3 Wochen oder so. Für 69 besitzt plus 7 Franken für ihr Versand. Huch. Ist doch normal. Post und so, man kennt's. Ja, dann sehen wir uns wieder in der nächsten Runde, nächste Woche, selbe Stelle, selbe Welle und ja, ihr wisst, wo es hingeht. Ja. Nur bergab und rückwärts. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao.